So, nun wollen wir mal mit Teil 2 starten, der Mega-Umbauaktion. Das alles hier muss also raus, wird ordentlich. Was ich darüber hinaus ja machen möchte, dass wir hier die Steuerung der Gyropumpen quasi auf die linke Seite rüberziehen. Hier hinten muss alles raus, die Pumpen müssen raus, Strom muss raus. So, dann fangen wir mal an am Sonntag. So, und hier nochmal so ein kleiner Shot, so die OP am offenen Herzen. Also man überlegt die ganze Zeit, hey, was kann ich abmachen, damit ja, das Becken möglichst kurz mit gewissen Dingen versorgt bleibt. Das hat eigentlich gar keinen Zweck, weil einen Tod stirbst du immer. Ja, diese Kabelentwirrung und all diese Dinge ist schon ordentlich. Also coole Geschichte. So, und hier nun der nächste Zwischenschritt. Was wir jetzt gemacht haben, also zunächst mal haben wir oben die Pumpe rausgenommen, also die Kammer, die quasi meine Balling-Elemente hier rüber gepumpt hat in mein Technikbecken. Solange muss das Becken halt jetzt unversorgt bleiben. Dann alle wichtigen ich sag einfach mal lebenserhaltenden Elektrogeräte haben wir hier natürlich abgekabelt. Und also von Aquariumlicht über Phosphatabsorber, die Strömungspumpen, Abschäumer, ja, die haben wir hier also erstmal abgekabelt und haben die vorübergehend hier in eine ganze Sammlung von Verteilern reingelegt. Also hat gerade so gereicht, wie man sieht. Wie schon gesagt, die Befürchtung, mein Gott, hoffentlich fehlt uns nichts. Also da war es so ein bisschen knapp. Naja, also und jetzt haben wir erstmal das Kabelgewirr einigermaßen entwirrt. Und jetzt werden wir hier die Kontrolle rausnehmen. Die müssen ja dann hier auf die linke Seite des Schrankes, werden das Regal rausnehmen und dann können wir rangehen, den doppelten Boden einzubauen und die Verkabelung neu zu gestalten. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch hier oben rechts dann die Geräte von GHL, also den Controller, den KH Director, Slave Dose und so weiter einbauen. Kalibriert haben wir das ja schon gestern Abend. Also von daher kommen wir jetzt eigentlich ganz gut voran. So, und jetzt noch mal so ein kleiner Ausblick zwischendurch. Ab und zu gucke ich mal ins Becken. Also Aktion doppelter Boden hat jetzt hier stattgefunden. Es ist alles raus an Technik. Hier oben auf der linken Seite habe ich jetzt die Gyro-Controller eingebaut und eben hier unten den doppelten Boden, wo dann alle Steckdosen rein sollen. Was ich gar nicht mehr so gegenwärtig hatte, aber was ja viel Sinn macht, also blöderweise war hier dieser Innenschrank schwarz, obwohl mein Schrank selber eigentlich weiß ist. Ich hatte mir aus dem Grund schon hier unten eine weiße Platte reingelegt, weil das Schwarz einfach so viel Licht schluckt, wenn man da mal arbeiten will. Und insofern bin ich da eigentlich ganz froh, dass ich jetzt wieder ja, diesen doppelten Boden in Weiß gewählt habe. Einfach weil mehr Licht reflektiert wird und man besser arbeiten kann. Ja, also jetzt ist alles draußen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir alles reinkriegen. Schauen wir mal weiter. So, liebe Kollegen, und unverhofft kommt dann tatsächlich oft. Man kann ja alles noch so gut vorbereiten, aber die einfachsten Dinge sind im deutschen Handwerk dann eben doch nicht mehr gegeben. Also das soll hier das Regalbrett sein, auf dem dann am Ende des Tages hier die GHL-Geräte stehen. Und natürlich geht man davon aus, dass wenn man irgendwo im Baumarkt geht und kauft sich so einen Winkel für ein Regal, dass das auch rechtwinklig ist. Dass das nicht der Fall ist, sieht man hier. So ein bisschen Shape hat Gott lieb, sagt man hier im Norden. Ne? So ein bisschen schief hat Gott lieb, auf Hochdeutsch für diejenigen, die das nicht verstehen. Also echt beschämend. Da muss ich nochmal sagen, schönen Gruß an das Bauhaus in Deutschland und an die August Fuhrmann GmbH und Co. KG aus Ennepetal in Germany, made in Germany. Mit dem rechten Winkel, das müssen wir nochmal üben. Habt ihr noch nicht so drauf, aber vielleicht klappt es dann in der nächsten Generation, wenn es die dann noch gibt. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, was soll's, man kann es nicht ändern. Jetzt wird mein Regal halt schief. Ich danke euch herzlich für die hervorragende Vorarbeit. So, nun ist auch Teil 2 geschafft mit dem Regal. Ja, jetzt können wir anfangen einzuräumen. Freut mich sehr.
kommen wir doch ganz gut weit. Die kleinen Scheißerchen hier oben, denen geht's ganz gut. Und weiter geht's. So, nun ging es wieder einen kleinen Schritt weiter. Also wir haben das Regal eingebaut, haben einen Zwischenboden eingebaut, den natürlich wieder rausgenommen, damit wir hier frei hantieren können. Ja, der Profilux, KH Director mit dem Slave Dozer und dem zusätzlichen Slave Dozer sind oben eingebaut. Wie gesagt, ist ja sehr wichtig, dass ich dann im Betrieb hier rankomme, weil ja hier noch ein Sensor reinkommt. Wenn dann der Ion Director zu bekommen ist, der ja auch schon bestellt ist, kommt der ja hier noch oben drauf. Das heißt, da wird es nochmal so einen zweiten Sensor geben, den ich alle 4 Wochen ungefähr kalibrieren muss. Ja, die Schläuche sehen jetzt so ein bisschen chaotisch aus. Die Powerbars sind unten angeschlossen, sind mit dem Computer verbunden. Wir haben jetzt Strom. Jetzt geht es darum, zunächst mal alle Stecker wieder reinzustecken, Zwischenboden reinzubauen und zu gucken, dass wir das Aquarium eben jetzt über das neue Steuerungssystem zu laufen bekommen. Im Moment läuft es noch über dieses Kabelgewirr. Also wir haben ja hier eben durch eine Vielzahl von Verteilern und Verlängerungskabeln versucht, die lebenserhaltenden und lebensnotwendigen Geräte am Laufen zu halten. Das ist uns ganz gut gelungen. Das Einzige, was wir eben jetzt nicht gemacht haben während des Umbaus, und das sind ja so 3 Stunden jetzt, ist, dass wir keine Balligensysteme dosiert haben. Aber gut, das kann man ja dann durch einmaliges Messen und händisch vielleicht auch ausgleichen. Ja, geht ganz gut voran, glaube ich. Ja, und der nächste Schritt. Also es geht Step by Step voran. Wir haben alle Steckdosen belegt, also alle Geräte wieder eingesteckt, die wir so haben. Im Moment bin ich noch dabei, nach dem Temperatursensor, der hier so im Moment drin hängt, den habe ich da oben dran geknotet, weil ich keinen Halter habe. Finde ich sehr schade. Denke ich, da kann GHL sicherlich noch ein bisschen nachlegen. Ich sag mal, wenn man hier also für solche Preise Technik kauft, dann ist so ein Sensorhalter sicherlich nicht ja, zu viel dem beizugeben. Wollen wir es mal so vorsichtig ausdrücken. Ja, also Geräte stehen hier oben, sind hier gegenüber an der Wand angebracht. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen suboptimal. Ich würde natürlich die Technik auch ganz gerne ein bisschen besser sehen, wenn ich damit arbeite, aber es geht einfach aus Platzgründen nicht. Und ich wollte es eben auch nicht so machen, dass ich die Geräte jetzt außen hinstelle, noch einen extra Schrank dahin baue oder sowas. Das ist mir eigentlich dann alles ein bisschen zu viel. Ja, also die Steckdosen, wir haben hier alle Geräte angeschlossen. Ich hatte ja die Steckdosen beschriftet, aber das kann man auch über die App, also wunderbar. Das geht wirklich toll mit der Software, muss ich sagen. Die Steckdosenbelegung halt festlegen und die auch dokumentieren. Die ist dann gleich in der App drin. Ja, alles gut. So, als nächstes kommt jetzt der Zwischenboden drauf und dann können wir loslegen und die ganzen Schläuche anschließen. Der Füllstandssensor, den mache ich jetzt noch auf die Schnelle und dann schauen wir mal, wie es hier vorangeht. Ja, und so sieht nun das neue Wunder der Technik aus. Also immer noch nicht ganz fertig, aber zumindest mal den nächsten Zwischenschritt. Ich glaube, dann kann man so langsam erahnen, wie ich mir das vorstelle. Zwischenboden ist drin. Jetzt werden wir noch die ganzen Schläuche anschließen. Aber sieht doch schon mal ganz gut und aufgeräumt aus. So, nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wie das mit dem Hardware-Umbau war, der war echt sehr anstrengend. Über 2 Tage, aber wie gesagt, wir haben versucht, uns da wenig Stress zu machen. Hier schon mal so die Oberfläche, die man sich selber gestalten kann bei der Software. Temperatur ist klar, pH-Wert, ich habe also einen pH-Sensor drin, zeige ich euch gleich. Der Leitwert wird dort gemessen, so insofern alles gut. Man hat dann hier auch noch so ein bisschen Platz und kann sich eigene Dinge programmieren, Futterpause, Wartungspausen und so weiter. Jetzt mache ich mal das Schranklicht an. Das kann man dann übrigens auch immer wieder
ja, verändern, anpassen, länger, kürzer machen. Das ist ganz okay. Blick in den Schrank. Jetzt noch vor Maintenance. Ich habe hier also im Moment drei Sensoren im Wasser. Der erste Sensor misst digital die Temperatur. Der zweite misst den pH-Wert und der dritte den Leitwert des Wassers, also ja, letztendlich die Dichte, Salzgehalt, wie auch immer man möchte. Man kann sich das Dashboard dann so einstellen, dass es hier angezeigt wird. Ja, das ist eigentlich echt easy zu machen. Diese Elektroden sind dann noch zu kalibrieren. Das ging eigentlich auch relativ leicht. Was nicht so leicht ging oder eigentlich immer noch nicht klar ist, für mich ist der KH-Director. Den zeige ich euch gleich. Im Moment zeigt er hier einen Wert von 9 an. Also mein Zielwert ist 8,5. Und so sieht das jetzt hier im Moment aus. Noch ein bisschen unaufgeräumt, aber so den letzten Feinschliff werde ich vielleicht an diesem Wochenende noch machen, wenn ich noch Lust dazu habe. Muss ich einfach mal schauen. Das Problem, was wir hier hatten und haben, ist der Sensor am KH-Director, also das ist dieser hier. Der lässt sich nicht kalibrieren und das sollte man schon machen, denn sonst sind die Messwerte, die man da rausbekommt, ja, kann man auch würfeln, glaube ich. Und ich habe das 2-3 Mal probiert, habe das dann nicht hinbekommen und also er bricht dann einfach ab und sagt, Fehler, bitte erneut versuchen. Wenn man das dann ein paar Mal versucht hat, verliert man natürlich auch so ein bisschen die Geduld. Ich habe dann bei GHL Support angerufen, habe da auch jemanden erreicht. Also am Wochenende gibt es da keine Support Hotline. Die haben mir gesagt, ja, die haben am Programm was verändert und haben sich da einen Bug einprogrammiert. Und sie hoffen, diesen Bug in der Woche wieder rauszuprogrammieren. Das haben sie offensichtlich nicht geschafft, denn heute hat es noch nicht so richtig geklappt. Also ich habe es heute noch mal probiert, dachte mir, naja, wenn sie wirklich dran arbeiten, dann schaffen sie es vielleicht eine Woche. Ich werde dann nächste Woche noch mal anrufen. Das finde ich natürlich sehr schade, weil der Wert ist sehr, sehr wichtig in der Meerwasser-Aquaristik KH, wie wir alle wissen. Und mit so einem unkalibrierten Sensor, naja, das ist, man weiß einfach nicht, was man bekommt. Also ich werde nachher erstmal von Hand nachmessen und mal gucken, was da für eine Differenz rauskommt, um eben, ja, bis dieser Punkt da gefixt ist, ja, zumindest mal einen Richtwert zu haben. Also was so ein unkalibrierter Sensor ausmacht, das zeige ich euch mal hier am pH-Wert, den habe ich ja bisher nicht gemessen. Man kann also hier reingehen, alles mögliche einstellen, wie man was machen möchte. Das habe ich mir überwiegend über die Videos geholt im Internet, über die leider englischsprachigen. Ja, und hier seht ihr das, was das ausmacht, wenn man einen Sensor kalibriert. Also ich habe hier den pH-Wert gemessen, der unkalibriert bei 5,5 lag. Also ich habe den einfach erstmal eingebaut und dann geguckt und habe ihn jetzt gerade kalibriert. Und dann liegt der pH-Wert schon ein bisschen mehr im Sollbereich, nämlich so rund bei 7,8. Tatsächlich sollte er über 8 liegen, das liegt da aber nicht. Ja, da kann man also sehen, dass so ein unkalibrierter Wert also wirklich völlig daneben liegen kann. Ich muss also, mich macht das im Moment auch sehr skeptisch, weil ich doch relativ viel KH dosieren muss. Also der KH-Director, der reguliert das ja dann selber und dem kann ich jetzt irgendwie nicht so richtig trauen. Naja, was soll's. Also, ich werde sicherlich in ein paar Wochen mal so ein kleines Fazit machen, so ein Review machen. Würde ich es wieder machen? Ja, ja. Also ich habe mich jetzt in dieser Woche mal mit der etwas komplizierten Software auseinandergesetzt. Also wie gesagt, die ist nicht sehr intuitiv. Aber wenn man sich in dieses System mal eingelesen hat, ist es einigermaßen beherrschbar. Was verbesserungsfähig ist, die ganzen Bedienungsanleitungen und so weiter, die sind also abrufbar, wo man sich auch schnell direkt auf der Homepage Hilfe suchen kann, also wie kalibriere ich welchen Sensor, weil die Sensoren, die ich drin habe, die werden auch alle unterschiedlich kalibriert und brauchen unterschiedliche Kalibrierflüssigkeiten, damit man da einfach nicht durcheinander kommt.
Zurück zur Frage, würde ich es wieder machen? Also ich denke ja. Der Aufwand war Mörder, habt ihr gesehen. Also ich habe euch ja nur ein paar Ausschnitte davon gezeigt. Die Einstellmöglichkeiten, die man hier hat, sind wahnsinnig, unheimlich umfangreich. Und der Werbespruch von GHL ist ja, GHL passt auf, und zwar immer. Das ist tatsächlich so, ja. Also wenn wir jetzt mal gucken, dass ich die kleinen Kinderkrankheiten hier noch rauskriege. Alle Werte werden hier gemessen. Wenn dann der Iron Director noch auf den Markt kommt, betrifft das ja auch Calcium, Magnesium, Kalium, Nitrat und so weiter. Also richtig klasse. Und das ist für mich eigentlich genau das Richtige. Also es ist nicht so, dass ich zu faul bin, solche Messungen zu machen. Aber es wird einfach aufs Becken aufgepasst. Und wenn irgendwas ist, kriegt man eine Alarmmeldung, kann gucken, was los ist, kriegt es geregelt. Das ist sicherlich auch besonders hilfreich für Urlaub und so weiter. Ist es das wert? Also das ist schon eine wahnsinnig teure Geschichte, muss man sagen. Und wenn man damit anfängt, dann sagt man ja auch, ja, jetzt das noch und jenes noch und diese Steckdose noch, also diese Powerbars oder jetzt eben auch den Iron Director. Also das muss schon eine runde Lösung sein, sonst macht es keinen Sinn. Also es ist echt sehr teuer geworden am Ende des Tages und ich mag es lieber gar nicht zusammenrechnen. Ich werde es auch nicht tun, sonst wird mir übel. Also ich denke schon, wenn man jetzt mal in Urlaub fahren will und kann dann beruhigt wegfahren, kann sich von überall, das mache ich auch auf meinen Dienstreisen im Moment, einloggen. Man kann gucken, ist alles in Ordnung. Man kann auch nachschauen, hey, da muss ein Behälter, ich sage jetzt einfach mal KH oder sonst irgendwas nachgefüllt werden. Oder ähnliche Dinge. Das ist schon klasse. Der Preis ist sicherlich am oberen Ende. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Also jetzt geht es erstmal darum, die Kinderkrankheiten zu beseitigen. Und ich bin da aber ganz gespannt und finde auch zunehmend Freude daran. Bis bald. Tschüss.